Schönen guten Tag, Frau Gruber. Ich rufe Sie an wegen Ihrem Inserat von letzter Woche und ich wollte fragen, ob die Stelle noch frei ist. Aha, schon besetzt. Ja. Okay. Ja, dann danke für die Information und schönen Abend noch. Auf Wiederhören. Oh, hätte ich doch früher angerufen. Verdammt. Lisa ist so eine tolle Frau. Sie ist attraktiv, sie ist lustig, sie ist intelligent. Und sie hat einen Freund. Wäre sie nur Single? Ah, ich habe nie Geld. Hätte ich mir bloß vor 5 Jahren Bitcoins gekauft. Wenn ich nur mehr Zeit hätte. In diesem Video konzentrieren wir uns ein bisschen auf Wünsche. Und zwar auf Wünsche, die mit den Modalpartikeln doch, bloß und nur funktionieren. Wann man das verwendet, warum diese Struktur so komisch ist und natürlich viele Beispiele können Sie in diesem Video sehen. Viel Spaß und bis gleich. Also Wünsche. Wir haben ja auch das Verb wünschen. Ich wünsche dir alles Gute zum Beispiel. Ein Wunsch ist ja, wenn ich etwas will, wenn ich mich nach etwas sehne, wenn ich etwas gerne möchte, wenn ich etwas gerne hätte. Wenn ich glücklich wäre, wenn etwas anders wäre. Sehen wir uns noch einmal den letzten Satz vom Intro an. Wenn ich nur mehr Zeit hätte. Bla bla bla. Hier sehen Sie, wir haben einen Wenn-Satz, also einen Konditionalsatz. Wenn ich mehr Zeit hätte oder wenn ich nur mehr Zeit hätte. Wir können diesen Satz auch anders strukturieren und das Verb an die erste Position stellen. Hätte ich nur mehr Zeit. Und diese zwei Sätze bedeuten das Gleiche. Beide bedeuten, ich hätte so gerne mehr Zeit oder ich wünsche mir, dass ich mehr Zeit hätte. Wenn ich nur mehr Zeit hätte oder hätte ich nur mehr Zeit. Und Sie sehen, wir haben eigentlich sowas wie einen halben Konditionalsatz. Ich sage, hätte ich nur mehr Zeit und meine Idee ist, dann wäre alles besser oder wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich mehr Sport machen, etc. etc. Und meistens lässt man diesen zweiten Teil einfach weg. Das gleiche auch bei wäre sie nur Single. Das Verb wieder in der Position 1 und ich lasse diesen zweiten Teil weg. Und ich meine natürlich, wäre sie nur Single, könnte ich sie zum Abendessen einladen. Bla 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 bla. Interessant oder wichtig ist auch, dass unsere Modalpartikel, also doch, nur und bloß, eigentlich immer an der dritten Position stehen oder normalerweise an der dritten Position stehen. Wäre sie nur Single oder hätte ich bloß mehr Zeit. Ganz ähnlich auch bei hätte ich doch früher angerufen. Was ist speziell bei hätte ich doch früher angerufen? Sie sehen vielleicht, wir haben hier nicht nur einen Konjunktiv 2, sondern wir haben mit hätte und angerufen einen Konjunktiv 2 im Perfekt.
Das heißt, ich wünsche mir etwas, aber ich wünsche mir etwas über die Vergangenheit. Also ich wünsche mir, dass ich zum Beispiel vor einer Woche dort angerufen hätte. Hätte ich doch früher angerufen, bedeutet, ich wünschte, ich würde sehr gerne das ändern. Aber es ist in der Vergangenheit, das heißt, ich weiß, ich kann es nicht ändern. Das Gleiche auch, hätte ich mir bloß vor 5 Jahren Bitcoins gekauft. Warum sage ich das? Die Bitcoins haben ja viel Wert gewonnen und es wäre sehr intelligent gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht. Schade. Und Sie sehen vielleicht, hier haben wir bloß, also unser Modalpartikel an der 4. Position. Warum hätte ich mir? Und dieses mir funktioniert hier gewissermaßen wie ein Reflexivpronomen. Sie sehen, ich, mir. Und dann 4 an der nächsten Position, bloß vor 5 Jahren Bitcoins gekauft. Ein Reflexivpronomen kommt normalerweise so früh wie möglich. Also die typische Position von einem Reflexivpronomen ja, ist ja, er beschwert sich immer. Hier in diesem Satz ist es aber so, dass wir eigentlich auf der Position 4 das Wort bloß haben. Hätte ich mir bloß vor 5 Jahren Bitcoins gekauft. Sie sehen also, Sie können hier entweder mit dem Konjunktiv 2 arbeiten oder mit dem Konjunktiv 2 im Perfekt. Und ob Sie nur doch oder bloß für diese Sätze verwenden, ist relativ egal. Ich kann sagen, wäre sie nur Single, wäre sie doch Single, wäre sie bloß Single. Und ob Sie einen Satz mit wenn beginnen und das Verb ans Ende stellen oder ohne wenn arbeiten und das Verb an den Anfang stellen, ist eigentlich egal. Sie können sagen, müsste ich doch morgen nicht arbeiten. Oder wenn ich morgen nur nicht arbeiten müsste. Oder müsste ich morgen bloß nicht arbeiten. Und alle drei Sätze kommunizieren, alle drei Sätze bedeuten eigentlich das Gleiche. Wir sind noch nicht fertig mit den Modalpartikeln. Wir werden uns weiter darauf konzentrieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie dürfen uns wie immer gerne Kommentare machen. Likes dürfen Sie uns auch geben, Videos teilen und was Ihnen noch mehr einfällt. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, wenn Ihnen das Spaß macht oder auf Facebook und Instagram. Wir sind, freuen uns über Ihr Feedback und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.